Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Northern Lights in den Survival-Wochen. Okay, das ist auch nice. Wurzeln. Hier hätten wir nochmal Fleischen, das ist auch gut. This will keep me fed for a while. Ihr seht auch unten rechts haben wir eine Haltbarkeit, ja, der Axt. Die ist auch fast Geschichte. Das ist giftig. Das können wir uns schenken. Da haben wir doch zwei Steine. Guck mal. So, ich nehme gleich nochmal zwei mehr mit für eine Axt, eine weitere. Weil die ist fast kaputt. Dann können wir uns eine neue auch noch herstellen. So, ansonsten brauchen wir erstmal ein Messerchen. Ah, ich könnte auch Knochenmesser machen. Machen wir das doch. Ich hoffe, damit können wir auch was schneiden, aber gehe ich mal von aus. So. Haben wir denn jetzt noch einen Stein? Drei Stücke, das reicht doch, glaube ich, auch schon. Dann können wir nämlich hier die Axt mal zerstören. Jetzt habe ich kein Seil mehr, oder was? Oder kein Stock. Okay, kein Stock. So, das ist das kleinere Problem. Na, na, na. Ja, das ist schon nervig mit dem... Mit dem verrückt... das ist schon nervig. Seid ihr jetzt auch diese Vergifteten oder was? Ah, klar. Na, 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 na. Unterkühlung ist fast weg, aber es ist ja auch kein Sturm mehr. So, aber wir haben doch, aber da brauchen wir doch bestimmt Salz, oder ist da Salz drin, ne? Ja, geil, pückel mal, mal gucken, ey. Gesalzen ist es jetzt nur. Okay, warte mal. Ah, okay, man erhöht halt die Verfallszeit. Das ist schon ganz geil. Clock is ticking. Ja, ja. Halt doch die Gosch. So, wir müssen mal gucken, was wir gegen Verrücktsein machen können. Aber ansonsten ist ja gerade mal etwas besseres Wetter. Mal gucken, ob wir irgendwas erhaschen können. Aber da ist ja nur der See, da brauchen wir gar nicht hingucken. Da sind wir ja gekommen. Oh, doch. Neuer Karteneintrag. Aha, also auf dem See doch was. Ja, deswegen einfach mal die Richtung absnacken, ne? Wenn ihr irgendwo einen Punkt habt, dann seht ihr, haben wir jetzt ein Fragezeichen. Ja, da könnten wir dann wieder hinlatschen. So. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Wolfssuppe gemacht. Die könnten wir jetzt, glaube ich, probieren wir mal aus. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ob wir die jetzt auch hier reinfüllen können. Na, geht nicht. Schade. Also Wasser können wir reinfüllen. Wie sieht es denn aus mit Essen? Ja, wir sind voll. Das macht keinen Sinn, jetzt was zu essen. Was wir machen könnten. Also wir zerlegen jetzt erstmal den Teppich. Da kriegen wir Stoffen raus. Perfekt. Weil. Wir haben jetzt schon eine Bandage. Weil wir ja da eine gelootet hatten. Aber mit Stoffen können wir uns die halt auch herstellen. Hier, Verband. Einmal Stoff. Und
haben wir eine Bandage. Das Schöne ist, wir können aber auch einen Harzverband machen. Deswegen habe ich Kiefernsaft mitgenommen. Den machen wir jetzt einfach mal. Ist ein bisschen Entzündungshemd. Und ihr seht, jetzt haben wir hier zwei verschiedene drin. Joa. Ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne, um mal ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen. Ja, das Problem ist, man kann Feuer nicht in der Hütte setzen. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht hier hinsetzen können. Ich denke eher nicht, aber wir probieren es mal aus. Ah, nice. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wo ihr hinklickt. Oh, Junge. Nimm doch den Stock, wenn ich da... Oder wo ihr es hinlegt, sagen wir es mal so. Vielleicht sollte man es nicht unbedingt aufs Bett schmeißen. So, habe ich noch irgendeinen Zünder? Ich glaube, Kiefernsaft können wir auch nehmen. Ah, ich habe meinen Bohrer auch hier hingelegt. Also. Ja, ich zünde jetzt nur an, damit wir ein bisschen Holzkohle kriegen. Come on. Come on. Lass die einfach mal ausbrennen. Oh, ist unser Holzbohrer kaputt oder was? Oh, okay. Okay, okay, okay. Dann brauchen wir einen neuen. Stock und Fichtenrinde. Ja, Fichtenrinde habe ich natürlich komplett zerlegt. Stücke her. So, ich weiß auch gar nicht, die können wir nicht zerlegen. Ne? Wir können uns auf jeden Fall ein paar Pfeile wieder machen, weil wir haben ja ein paar Federn gerade gesammelt. Naja, immerhin drei Stück. Gut, wir hätten noch zwei Knochen. Wir könnten uns einen Knochenspeer machen. Wir haben noch ein Seil. Das ist ein bisschen wenig. Aber warte mal. Drop mal den Speer. So, Knochenmesser. Kann ich noch gar nicht, ey. Dachte, ich könnte ihn, sobald ich einen Knochen gefunden habe. Das sieht nicht so aus. Steinspeer, Stockspeer. Nee, können wir noch gar nicht. Okay. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir hier nur 4 Slots haben, ne? Ansonsten, das Gewicht ist auch immer tricky Disco. Ja, ich wollte eigentlich hier mal so ein Ding ins Braten, aber... Ach, das können wir ja hier machen. Aber wahrscheinlich wird es auch nur normales... Ja, ist ein bisschen buggy hier, weil ich hier so an dem Haus dran gebaut habe. Ja, aber so schon grundlegende Survival-Techniken, ne? Einfach. Ihr seht ja, Feuerbohrer und Feuerbohrer und so, das finde ich schon ganz nice. Das ist Green Hell-mäßig so. Wir müssen hier mal aufpassen, das verbrennt halt echt schnell. Ja, guck mal, es ist schon verbrannt. Ja, leck mein Arsch, ey. Gesalzen, ja. Wahrscheinlich verbrauchen wir da jetzt mehr. Minus 2 Vernunft. Also Fleisch, das ist auch dumm.
Haben wir noch unsere Dose? Ja, guck mal. Dann machen wir hier nämlich mal Wasser fertig. Dann machen wir noch unser Ei fertig. So. Oh, ich komme gar nicht durch hier. Ui. Okay, ich brauche Rinde. Ja, hier ist jetzt nicht viel zu looten, ne? Wir gehen halt gleich noch ein bisschen weiterlatschen. Ihr könnt natürlich auch mal die Quest hier fertig machen im Nest. Hier vorne hängt doch eins, glaube ich. Ja, guck mal, perfekt. So, Fichtenrinde. Ja, genau, die suche ich auch gerade. Passt ja wieder. Das Fichtenrinde. Na, das ist so eine komische Wurzel, mit der man nichts anfangen kann. Wir können ja auch mal sneaky sein. Alter, bist du doof? Atem anhalten, Left Shift. Boah, der war ja genau drinne. Eieiei, das war ja mal wieder da. Knochen, Wild, Wild, Hirschpelz. Sehr nice. Oh, ich bin so voll, ne? Ich will doch nur eine Fichtenrinde. Und nirgendwo ist Eis. Kommt auch noch Sturm. Und es ist schon spät. Das sieht echt mau aus mit einer Fichtenrinde. Naja, ist jetzt nicht lebensnotwichtig da oben, weil das große Feuer eigentlich noch brennt. Aber es dürfte dann jetzt auch nicht ausgehen. Dann wäre Schitte. Will man eh denn nicht erfrieren? Ach, guck mal hier. So, dann können wir uns doch hier ein neues Feuermoped bauen. Zack. Ja, perfekt, jetzt können wir zurücklatschen. Also sprinten, wir sind richtig voll. Schön wären noch mal zwei Wurzeln, aber das ist halt echt immer. Ja, da hatte ich vorhin auf jeden Fall. Ja. Ja, na klar, wenn Hasen das essen können, kannst du es auch. Hatte ich vorhin echt richtig Glück mit meinem Loot-Spot, den ich vorhin hatte. Muss ich hier schon sagen, ja. Ich würde nämlich ganz gerne auf jeden Fall hier noch. Mal zum Antesten, aber da müsste man noch ein bisschen hier bleiben wahrscheinlich. Ein Trockengestell bauen. Brauche ich auf jeden Fall nochmal ein Seil, aber vielleicht können wir eins herstellen, vielleicht haben wir genug Stoffen. Guck mal eben. Ich hoffe, das eine reicht. Nee. Wow, es fehlt noch. Wenn ich das so sehe, wären es 4 Stück. Ja gut, das ist schlecht. So viel haben wir nicht mehr.
kann gar nichts herstellen. Also okay. Schade. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch so ein paar komische finden. So, unser Ei sollte fertig sein. Dann machen wir nochmal Schnee, dann machen wir nochmal ein Ei. Und hier müssten wir mal... Ah, bei ihm ist alles tasty. So. Das können wir jetzt auch noch anzünden. Perfekt. Ja, stell dich mal ins Feuer. Idiot, Alter. Ja, scheiß auf das Ei. Wir lassen das Ei da jetzt braten. Jetzt haben wir jetzt echt Max Gesundheit verloren? Oder was verdienen wir da? Ja, drauf geschissen. Wir pennen jetzt einfach. Bis zum nächsten Morgen. Fertig, aus. What a view. What a view. Habe ich dir erlaubt, wach zu werden? Smells good. Ja, komm, gönn dir schon mal. Jetzt wollte ich einmal hier unser Wasser auffüllen. Perfekt. Dann nehme ich den Kochtopf einmal raus und werde das Fleisch hier reinballern. Wenn wir das Fleisch mal braten. Das ist auch ganz schön gemacht, ne? Schön, wenn man in die Kisten was reinpacken könnte. Geht nicht. Man kann selber Kisten bauen. Brauchen wir aber Stoffen für. Haben wir aktuell nicht. Dann hat man aber auch nur 3 Slots, wo man was reinpacken kann. Sieht auch echt schwierig aus. Müssen wir mal gucken, ob wir das gleich nochmal hinkriegen. Jetzt müssen wir halt noch so kurz warten, bis das Fleisch fertig ist. Oder komm, ich nehme es kurz raus. Ey. Wir schlafen erst. So ab 3, 4 Uhr wird es schon hell hier. Das passt schon. So. Dann machen wir unser Fleisch eben fertig. Infektionsgefahr, Verbrennung. Weil wir von der Verbrennung haben. Wir könnten mal diesen Harzverband antesten. Ah, siehst du, Infektionsgefahr ist weg. Verbrennung heilt. Lebensmittelvergiftung heilt auch. Sind unser Feuer aus jetzt hier? Ach, sehr gut. Einmal. Looks tasty. Das denke ich doch. Dann trink doch einfach. Zweimal. Weiß auch gar nicht, ob zweimal Kohle essen was bringt. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Geht, macht uns aber wieder bekloppt im Kopf. Aber komm, mach's aus. Ihr seht, jetzt ist die Lebensmittelvergiftung fast weg. Also. Smells good, ne? Okay, wir haben ein bisschen Hunger, dann hauen wir uns... Ne, wir hauen uns das Große rein. Jetzt wiegt das einfach auch mehr. Ja, und wie ihr seht, ist jetzt gerade alles tippi. Wir haben noch unsere Vergiftung, aber die sollte bald weg sein. Wir haben noch eine Verbrennung. Ja, das ist ein bisschen Max Gesundheit weg. Aber ansonsten ist alles gut. Wir nehmen jetzt unser Fleisch hier gleich mit.
Wobei wir dann schon wieder zu schwer sind. Und wo ist eigentlich unser Gewehr hin? Da. Alter, das ist so weit, ey. Ach, komm, ich lasse einen Bogen hier, wir nehmen das Gewehr mit. Not cooked enough. Not cooked enough. Okay, dann gucken wir so lange ins Büchchen rein. Was geht ab? Tannenzapfen weiß ich immer noch nicht. Ich meine, man konnte da mal irgendwie... Verbrennung. Reduziert die maximale Kondition. Wenn der Wirkung hindert die Kondition und behandelt, wird es infizierend. Haben wir behandelt. Brandwunden werden im Laufe der Zeit vom Körper selbst behandelt. Verzehr eines Artikels mit einer Entzündung haben wir gemacht. Eine Infusion von Kräutern zubereiten, die Entzündung auf natürliche Weise reduziert, beschleunigt den Heilungsprozess. Ja, haben wir leider gerade. Warte, muss jetzt das Fleisch rausnehmen. Haben wir noch Kräuter? Glück gehabt. Ne, haben wir leider nicht mehr. Unsere Pilze sind leider verdorben. Ja, hau doch weg, ey. So. Das Ding ist... Lassen wir den Topf hier, sonst sind wir eh zu schwer. Das ist halt immer so semi mit dem Topf. Ja, ich hätte gerne noch das Rack hier fertig gebaut. Aber jetzt an hier an Ort und Stelle werden wir das dann wahrscheinlich eh nicht mehr fertig kriegen. Also das Rack ist dafür da, da kannst du dann halt die Felle, was ich jetzt auch noch oben liegen gelassen habe, ne? Ja, so ist Fell liegt noch oben. Da können wir die Felle dann drauf machen zum Trocknen. Ja. Weiß aber nicht, wie lange das dauert und eigentlich wollen wir jetzt noch ein bisschen wandern. Aber wir könnten natürlich Richtung See gehen, dann könnten wir die hier vorher aufhängen. Ja, komm, ich guck mal eben, ob ich irgendwie nochmal so einen Baum finde, wo wir ein paar Wurzeln haben. Aber es gibt auch, Alter, ich kann doch nicht sein, dass ich drei Stöcker nehme, schon wieder zu voll bin, ey. Meine Güte, ey. Ja, ihr seht, das Gewicht ist ein großes Problem in diesem Spiel. Sobald du Nahrung mit dir rumschlörst, können wir uns jetzt mal eben angucken hier. Wir haben 34,4. Das wiegt 3 Kilo. Sieht man auch, wenn man es jetzt hier anklickt, seht ihr, dann steigt das Gewicht, warum auch immer. Von 34 auf 37,4. Das wiegt 1 Kilo. Also gut, das ist voll, dass das 1 Kilo wiegt, ist okay. Aber selbst die Pilze hier halt, ne? Die wiegen 0,2 einer. Also wenn du hier so 10, 20 Pilze mit dir rumschlörst, ja. Also Nahrung wiegt echt viel. Super tricky. Ja, und an Seil kommt man halt echt nur von diesen Bäumen oder durch Stoffen halt, ne? Oder man lootet Seide. Wie gesagt. Also... Hätte euch jetzt halt gerne noch... Ja, das machen wir auch. Kommen wir da schon weiter. Hätte euch gerne noch irgendwas anderes gezeigt. Als jetzt nur ein so ein Türmchen hier. Ich hätte jetzt auf den See gehen können. Ja. Da hätten wir wahrscheinlich nochmal irgendwie eine kleine Anglerhütte gehabt oder sowas. Aber lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, vielleicht finden wir noch in den zwei Folgen noch irgendwas, was wir looten können. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich habe den Wolfspilz jetzt auch da gelassen. Ich kriege es eh nicht mit. Ja, vom Gewicht her. Und Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ja, wenn ihr mehr Survival-Spiele sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und
Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Tschüssi.